Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Immer wenn ich Sommerurlaub habe, also einmal im Jahr, gehen meine Mom und ich shoppen. Ja, wir sind etwas eskaliert. Wenn du Bock drauf hast zu erfahren, was wir so geshoppt haben, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und es wird in diesem Video auch was zu gewinnen geben. Wir waren bei Zara, bei Mango, bei TK Maxx, bei Rossmann, bei DM und das reicht. Ja, die Sachen kann ich dir dann entsprechend zeigen, ne? Genau, ja, wir starten einfach mal. Da waren wir bei Zara und da habe ich mir einmal so eine coole Hose ausgesucht. Das ist so eine Plissé-Hose, die aussieht wie ein Rock. Das ist so in Weinrot. Das ist ziemlich cool. Das hat hier oben so ein Bündchen, was ich super angenehm finde. Die trägst du ein bisschen höher und kannst es auch zum Beispiel zu diesem weißen Pulli tragen. Genau, und unten ist es halt, sind es zwei Beine und das ist so ein schöner Plissé. Look, ne? Also so eine Hose, wenn du die gewaschen hast, die hängst du einfach so auf und lässt die trocknen. Die kannst du gar nicht bügeln. Das habe ich geholt in der Größe S für 39,95 Euro. Und die finde ich einfach cool. Die ist, wie lang ist die? 7/8 oder so, würde ich sagen. Oder 3/4. Finde ich eigentlich ganz schick. Ja, ne? Die hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Was ich mir auch bei Zara geholt habe, war dieser kleine Mini-Jumpsuit. Moment, den ich wirklich nur zu Hause tragen kann. Ne? Also den werde ich nicht auf der Arbeit tragen können, weil der doch sehr, sehr kurz ist. Ne? Ist halt hier einfach so mit Trägerchen und den finde ich eigentlich ganz süß. Den würde ich aber auch jetzt nicht irgendwie öffentlich tragen. Das heißt, ich denke nicht, dass ich dir den angezogen zeigen kann, weil er ist doch schon sehr kurz. Und dazu gab es dann halt auch noch so ein Haarband. Das fand ich auch ganz witzig. Wir haben erst darüber gemutmaßt, was es sein könnte, weil das halt mit diesem Ding hier dran gepinnt war. Und dieser Jumpsuit war runtergesetzt von, ich glaube, 26 Euro auf 6 Euro. Genau, das ist von 25,95 auf 5,99 Euro runtergesetzt worden. Und das ist die Größe M. Ja, finde ich ganz schön. Mir gefällt es vor allem, dass du hier drin noch so ein Futter hast, ne, für die Möppis. Und dann kannst du das halt auch ohne BH tragen. Und gerade wenn ich zu Hause bin, dann trage ich sowas auch gerne ohne BH. Die Träger sind verstellbar und das Muster ist natürlich, ne, Priel-Style at its best, würde ich sagen. Also das ist, ja, wie diese Priel-Blumen, die man damals auf den Priel-Packungen drauf hatte und sammeln konnte. Ja, so sieht das aus, aber ich finde das echt schön und ich mag die Farbe, dass sie einfach ein bisschen knalliger ist. Hinten hat es übrigens einen Reißverschluss und ist kein Stretchstoff oder so, das ist einfach so ein, ja, ganz bequem sitzender, dünner Stoff unten, ne? Also das ist wirklich sehr weich, sehr, sehr, sehr weich und angenehm. Genau, das haben wir von Zara. Dann waren wir bei Mango. Und bei Mango haben wir zum einen das Oberteil geshoppt, was ich anhabe. Das ist einfach so ein ganz gemütlicher Pulli. Moment, ich muss mich mal eben kurz von diesen Sachen befreien. Das lege ich mal eben kurz ganz uncool auf den Boden. Genau, da habe ich einmal diesen Pulli. Der ist jetzt so ein bisschen... Ja, ne, wir denken mal so ein bisschen, bald wird Herbst und den habe ich auch in Größe M, glaube ich. Müsste M sein. Ja, das ist halt so ein richtig kuscheliger Pullover und der hat so einen schönen V-Ausschnitt. Mir gefällt einfach auch, wie das hier so ist. Finde ich echt toll. Und ne, hat so einen offenen Ausschnitt. Ich habe jetzt hier ein T-Shirt drunter, weil mir, ich habe den einfach direkt angezogen, weil mir dann doch etwas kalt wurde beim Shoppen. Ich habe nämlich nur einen Rock an heute. Einen langen Rock, aber einen Rock halt, ne? Ja, und halt lange Arme und der ist halt auch ein bisschen länger. Ich finde diesen Trend furchtbar, dass alles so kurz sein muss. Da komme ich nicht mit klar, ich bin dafür zu groß. Da ist es dann bei mir einfach zu bauchfrei, das mag ich gar nicht. Und ich mag es nicht, wenn es kalt an meinem Bauch ist oder an meinem Rücken. Der Pulli hat gekostet 25,99 Euro und das ist ja definitiv wert, ne? Also so schöne, weiche, weiße Kuschelpullover. Oh, super. Und dann gab es noch eine Jeans für 25,99 Euro. Huch, nee, doch nicht. Das war das Preisschild von dem hier. Für, ich glaube, 29,99 Euro. Das habe ich gekauft in der Größe 38. Ich war froh, dass ich eine Hose in Größe 38 gefunden habe. Mein Hintern ist doch größer geworden, als ich dachte. Ja, das ist halt eine ganz normale Jeans. Nichts Besonderes, aber die passt halt auch zum Pulli. Slim Cropped Mid-Waist. Keine Ahnung.
Hat hier ein relativ gerades Bein. Das ist so ein bisschen in diesem Style, dass man halt die Knöchel unten sieht. Auch den Trend mag ich nicht. Ich bin ein Fan von Schlaghosen. Ich will sie wieder haben. Ich fand das sehr, sehr schön für große Menschen. Naja, das ist auf jeden Fall so, dass ich mit meiner Schuhgröße 41 da auch durchpasse. Denn ich habe sonst echt Probleme und meine Beine sind halt auch echt nicht so irre dünn oder so. Ich habe schon einfach Beine, ne? Und da habe ich manchmal Probleme mit meinen Hosen, vor allem mit Jeans. Und ja, da hat es ganz gut gepasst. Die sitzt ein bisschen höher, aber ich finde die ganz schick und die ist bequem. Und es ist einfach eine ganz normale, helle Jeans. Und die habe ich gebraucht. Und da musste ich mich halt dem aktuellen Trend etwas beugen. So ungern, wie ich es tue, ne? So, auch das kommt zur Seite. Das Oberteil kann ich aber anlassen. Genau, dann kommen wir zu Rossmann. Da waren wir. Da habe ich auch noch hier den Kassenbon. Da haben wir 10% gespart, weil meine Mama hatte so einen Papiercoupon dabei. Meine App hat nicht funktioniert. Das war ein bisschen schade. Da habe ich einmal auf Raten von Frühlingsrolina, genau, habe ich diesen Überlack mir geholt. Instant Dry Top Coat von Essence, der Ultra Dry Ultra Quick Dry Top Coat. Warum ich mir den geholt habe, ihr seht's, ne? Ich habe gestern unsere Vorratskammer ausgeräumt und sauber gemacht und da etwas scharfe Reinigungsmittel verwendet und mir sind meine ganzen Gelnägel abgefallen. Also es war echt furchtbar. Und dann habe ich die komplett abgeschnitten, abgefeilt und dann auch die Gelrückstände runtergefeilt und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, eine Nagelpause zu machen. Und dann werde ich halt entsprechend auch richtig Nagellack verwenden und brauche dafür auf jeden Fall so einen Topcoat, weil ich habe heute Morgen meine Nägel lackiert und habe hier schon Ditscher, also ich habe die Krise bekommen, ne? Überhaupt erstmal wieder Nägel lackieren, ne? Frag nicht, wie furchtbar das aussieht. Naja, auf jeden Fall, deswegen habe ich mir den geholt. So, dann habe ich mir ein Puder geholt von Manhattan Wake Up Radiance Finishing Powder Natural Glow. Und das ist in der Farbe 001 Ivory. Und das hat mich angesprochen, weil das wirklich, das hat ja so sechs verschiedene Felder, wovon ein paar auch wirklich schimmernd sind. Wie rede ich? Und genau, wenn ich da mit dem Finger durchgehe, habe ich da auch wirklich eine Farbe drauf. Das fand ich auch mal ganz interessant, denn ich habe ja immer nur so durchsichtige Puder. Genau, und das hat auch einen ganz, ganz leichten Glow. Ja, ich swatche mal wieder Puder, aber es hat auch wirklich ganz leichte Glitzerpartikel und ich wollte einfach mal sehen, wie das auf dem Gesicht aussieht, ob mir das gefällt und ja, fand ich interessant. Dann habe ich mir auch von Manhattan Insta Prime and Set ein Locks in Make-up Quick Dry Oil Free 2-in-1 Primer und Setting Spray geholt, weil ich das einfach interessant fand. Ein Primer und Setting Spray in einem? Ja, wollte ich ausprobieren. Dann habe ich mir jetzt auch mal den Löscher geholt. Ja, den hatte ich noch nie, den wollte ich mal ausprobieren, weil da so viele von schwärmen. Von Maybelline Instant Anti-Age Löscher Multi-Use Concealer in der Farbe 03 Fair. Ich habe einiges geswatcht an dem Tag, also heute, ne, auf meiner Hand. Und irgendwie, das Licht war furchtbar und so. Und ich hoffe, dass es funktioniert und nicht irgendwie rotstichig ist oder so. Aber wir gucken mal, ne? Der wird auf jeden Fall auch getestet. Dann habe ich mir einen Eyeliner mitgenommen von Manhattan. Ja, ich habe mich irgendwie in der Manhattan-Theke so ein bisschen verloren, ne? Das fand ich ganz witzig. Wonder Wing Eyeliner and Stamp 001 Black. Und den fand ich von der Spitze einfach interessant. Und ich sage ja immer wieder, ich teste gerne Eyeliner aus. Ich hatte auch schon mal so eine Spitze bei einem Eyeliner. Ne, das ist ja so unten auch abgeschnitten irgendwie. Ganz witzig. Und das wollte ich mal austesten, weil das ist auch abgeschrägt an einer Seite. Und dann wollte ich mal gucken, ob man da wirklich dann hier so einen Wing sich draufstempeln kann und dann einfach den Eyeliner ziehen kann. Wird mit euch zusammen getestet. Dann habe ich mir nochmal die Eye Foundation mitgenommen von Catrice. Waterproof Eyeshadow Primer. Ich glaube, ich habe das Falsche mitgenommen, denn hier steht matt drauf. Eigentlich hätte ich lieber das in Glowy, aber egal. Ne, dann habe ich halt eine matte Base in der Farbe 010 As Strong As You Are. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal, aber den habe ich weitergegeben an jemanden, der den mal austesten wollte. Und dann habe ich mich mal wieder versucht an Augenbrauenpuder, ja, von Essence. It's All About Brows, die 4-in-1 Palette. Da hast du zwei Puderbrauenfarben, eine Highlighterfarbe und ein Augenbrauenwachs mit drin. Und das wollte ich auch mal testen. Bin ja zurzeit auch so ein bisschen auf diesem Experimentiertrip. Und das war der Einkauf von Rossmann. Weiter ging die wilde Reise zu DM. So, da war
BH Cosmetics im Ausverkauf und da habe ich ein bisschen was mitgenommen. Als erstes habe ich aber für 2,75 den You Better Work Gym Proof and Waterproof Eye Primer von Essence mitgenommen. Ja. Noch ein Eye Fixer, ne? Für 3 Euro gab es tatsächlich von BH Cosmetics den BH Liquid Lipstick Long Wearing Matte Lipstick Rouge à Lèvres Matte Long Tenue in der Farbe Tabitha. Für 3 Euro, ne? Da sagst du nicht nein. Und ja, das fand ich interessant und der ist echt heidenei ist der pink. Wahnsinn! Ja, aber irgendwie fand ich den geil. So schaut der Swatch aus. Ich mach mir den jetzt mal auf die Lippen, ne? That's intense. Ich find's cool, irgendwie. Irgendwie hat das wirklich was, ne? Das hat was von Barbie Girl, macht ein bisschen gelbe Zähne, aber ließ sich gerade super leicht auftragen und ich feier das irgendwie. Das erinnert mich ein bisschen auch an die Ochsenknecht, ne? Sieht schon so ein bisschen so aus, aber irgendwie finde ich's cool. Ja. Ne? Finde ich irgendwie witzig. Ja, dann durften noch, meine TK Maxx Tasche wird gerade ganz schön aufdringlich. Durften auch noch diese 2 Schätzchen mit. Waren auch auf 5 Euro reduziert. Und Entschuldigung, wenn das nur zum halben Preis dann da steht, dann sagst du nicht nein. Und da habe ich einmal von BH Cosmetics die Glam Reflection Smoke Palette mitgenommen. Die möchte ich gerne auch mal mit dir zusammen in einem Video testen. Natürlich, ne, weil ich habe eine von denen aus der Kollektion da. Ich glaube, die Rose Gold oder so heißt die. Die finde ich richtig klasse. Und jetzt habe ich mir die halt nochmal in den anderen beiden Tönen geholt für 5 Euro. Entschuldigung. So schaut die aus. Das sind auch richtig schöne dunkle Töne, so Party, Abend, Ausgehtöne, ne? Finde ich unfassbar klasse und ja, halt sehr dunkel, aber echt fantastisch schön. Und dann packe ich die mal wieder weg, weil man muss ja alles ordentlich haben hier. Dann auch noch in Gilded oder Gilded. Und die ist etwas heller, aber dafür dann halt auch mehr so in das Roséfarbene. Ne? Ist auch ganz niedlich gemacht, also gefällt mir auch wirklich gut. Das sind eher so die Alltagsfarben, würde ich sagen. Ja, die beiden werden auf jeden Fall ausgetestet. Und wenn ich die teste, dann gibt es auch jeweils eine davon zu gewinnen, weil ich habe die doppelt geholt natürlich. Ich meine, ne? Ich bin ja ich. So, jetzt kommen wir mal zum Eskalativen und zwar TK Maxx. Leute... Ne? Da bin ich ein bisschen ausgerastet. Ja, ich habe immer meine schönen wiederverwendbaren Taschen dabei. Die passen auch gut in die Handtasche, dann kann man die gut mitnehmen. Als erstes habe ich aber eine Klamotte geholt und zwar für ganze 19,99 Euro. Das ist jetzt mal eine etwas biedere Geschichte. Das ist eine Hose, eine Stoffhose mit so einem Karo-Muster. Ist es Karo? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Sieht halt ziemlich altbacken aus, aber ich finde die ziemlich scharf. Ne? Das ist halt auch wieder ein bisschen kürzer unten, aber die hat oben einen Gummizug und die hat ultra coole Taschen. Die hat richtig coole Taschen. Fand ich ziemlich lässig und ja. Ne, ist halt eine schöne Geschichte fürs Büro, wenn man einfach mal ein bisschen schicker sein möchte. Und die hat mir gefallen und deswegen durfte die mit. Der Stoff ist halt relativ, ja, der ist weich, ne? Der fühlt sich ganz gut auf der Haut an. Ist relativ dick, deswegen ist es für mich definitiv eine Herbsthose. Am Poppes hat die diese 2 angedeuteten Taschen. So sieht man die, glaube ich, besser, ne? Macht einen schönen Hintern und ja, das ist die Größe M, glaube ich. Oder 38, M, genau. Größe M von... Was ist das denn für eine Marke? Jules and Leopold. Keine Ahnung. Ich kenne mich bei diesen Marken nicht so oft aus. Nicht so gut aus. Deswegen bin immer froh, wenn ich irgendwas finde, was mir passt. Dann nähern wir mal meine TK Maxx Tasche. Erstmal habe ich natürlich an Sammy gedacht. Ich meine, ne, ich bin ein gutes Frauchen. Und wir haben ja gerade auch seine Freundin Lilly mit dabei. Das hier hat jetzt gekostet 8,99 Euro. Das ist das Great Value Pack von Rosewood. It's a Pet Thing. Und das ist mit Hühnchen und das ist so ein Variationsgedöns, keine Ahnung. Da hast du einmal diese ganz normalen Drumsticks. Ich weiß nicht, was das da in der Mitte ist. Ich glaube nicht, dass es Knochen ist, aber ne, so ähnlich. Dann hast du noch so andere Sachen und das ist halt No Artificial Flavors, also nichts, was nicht irgendwie natürlich wäre. Und dann hat das Low in Fat, also quasi wenig Fett. Und Made with Real Meat. Das hat mich einfach angesprochen, das sah alles sehr natürlich aus und ja. Steht hier nochmal drauf. Irresistibly naturally tasty treats for dogs. Ja, ne? Läuft. Kann er sich drüber freuen. Das ist auf jeden Fall ein großes Paket. Ja. Ne? Auf jeden Fall was für Sammy. Irgendwo habe ich ja auch was für meinen Freund. Genau.
Hier habe ich was für meinen Freund mitgebracht. Der darf sich gleich freuen. Das sind Stroopwafeln. Mein Freund mag sehr gerne Stroopwafeln. Die haben jetzt gekostet 3,49 Euro. Die sind einfach, das sind mit Karamell gefüllte Honigwaffeln. Die sind so lecker, aber so kalorienreich. Man will gar nicht drüber nachdenken. Hier sind 310 Gramm drin. Pro 100 Gramm hat das 452 Kilokalorien und so ein Ding, das atmest du mal eben so ein, ne? Das ist, ja, aber es ist schon sehr, sehr, sehr lecker und ja, für meine Männer habe ich was mitgebracht. Ich bin doch freundlich, oder? Meine Mama hat mich übrigens für verrückt erklärt, weil ich ja sowohl bei TK Maxx als auch bei DM als auch bei Rossmann so viel Kosmetik gekauft habe. Ja, aber du hast doch so viel. Ja, aber haben ist besser als brauchen. Ich bin halt verrückt, also wirklich verrückt. Das ist nicht normal, was ich hier manchmal treibe, ne? Das müssen wir uns alle wie immer wieder ins Gedächtnis rufen. Sie ist nicht normal, ist sie nicht. Masken. Wir hatten Masken, Leute. Wie könnte ich da Nein sagen? Weiß ich auch nicht. Für 6,99 Euro habe ich geholt von Rata & Co. New Zealand Naturals. Sowas spricht mich dann erstmal direkt an. Activated Charcoal and Manuka Honey. Jetzt habt ihr mich. Jetzt habt ihr mich. Zack, in den Korb. Dann nimmt man das wieder raus und liest 5x25 Gramm, mega geil. 10-Minute-Ritual, mega geil. Also du hast hier 5 Masken drin mit Kollagen und mit Shea-Butter und mit Manuka-Honig und mit Aktivkohle. Und das ist aus Neuseeland und das ist ja voll krasses Zeug. 6,99 Euro, sagst du nicht nein. Mega geil. Ohne Parabene, kein Animal-Testing, keine Tierversuche und so weiter, ne? Also ja. Und so sehen die einzelnen Masken dann aus. Die sehen jetzt nicht so wunderschön aus, aber das sind halt einfach, ne? In der Großpackung sehen die wundervoll aus. Und ja, wird auf jeden Fall getestet. Ich bin mega gespannt. Und ich habe mich echt gefreut. So, ich habe mich über jedes einzelne Teil gefreut. Und ihr ahnt nicht, was für Schätze sich in dieser Tasche verbergen. Oh mein Gott, und ein Teil davon wird auch noch verlost. Also, weiter geht's. Ja. Ich habe noch nie so viel Glück bei TK Maxx gehabt, muss ich gestehen, ne? So, Body Press Crypt. Body Prescriptions, okay, Ultimate Face Mask Collection für 5,99 Euro. Da hast du verschiedene Gesichtsmasken drin, 1, 2, 3, 4, mit Beeren, mit Kokos, mit Ananas und mit Grapefruit. Und jede soll so seine eigene Wirkungsgedönsgeschichte haben. Und ich hoffe, Leute, dass ich wirklich so aussehe. Ich hoffe. Ich kann es mir zwar noch nicht so ganz vorstellen, weil ich nicht glaube, dass sie da wirklich so Holomasken reingepackt haben. Aber ich würde mir einen Ast freuen. Echt, ohne Scheiß, ne? Ja, aber das wird auch noch getestet. Ja, erstmal kommen die ganzen Masken, bitte. Ne? Wir müssen erstmal eskalativ werden. Von Yeyu Green Tea Mask für 2,99 €. Jo, ne? Die hatte ich, glaube ich, irgendwo auch schon mal gesehen. Dann auch nochmal von Yeyu oder SNP Shining Nature Purity. Keine Ahnung, auch wieder für 2,99 €. Eine, Maske mit Vulkanasche und das scheinen oder sind halt so koreanische Masken, ne? Das ist immer sehr schön durchtränkt und da stehe ich richtig krass drauf. Das ist auch von SMP Fruits Gelato Nutrition Mask, Nourishing Mask to Supply Concentrated Nutrients and Bring Smooth and Lustrous Skin mit Avocado für 2,99 €. Jo, mit Avocado, eine Maske. Soll wohl helfen. Okay, ich glaube, dieser Maske oder diesen zwei Masken wird auch noch ordentlich was gewidmet, denn das sind 24 Karat Goldmasken. Kein Mensch braucht Goldmasken auf dieser Welt. Nein, tun wir nicht. Aber die gab es bei TK Maxx und ich habe sie mir gekauft. Die waren noch nicht teuer. Für 5,99 Euro habe ich hier 3 Stück bekommen und zwar sind die für den Hals. Ich habe zu meiner Mama gesagt, die haben doch nicht echt nur hier irgendwie so Masken für die Möppen da reingepackt. Doch, tatsächlich. Für Hals und Dekolleté quasi, ne? Mega gut. Und gleichzeitig kann man dann verwenden diese hier. Das ist von Gly Skincare für 8,99 Euro. Hast du auch 3 Stück bekommen. Die Gold Collagen Facial Mask. Fand ich total super. Keine Ahnung, was das alle machen soll. Das soll tief befeuchtend, hält den Ton auf, reduziert Falten, glättet und strafft die Haut. Ultra. Ja, Baby. Ne? Und dann noch so eine fette Verpackung. Wer sagt da nein? Ich nicht. So, ich habe noch ein paar Masken, bevor wir zum Eingemachten kommen. Green Tea Latte. Das sind 5 Anwendungen und hat gekostet 5,99 Euro. Also echt günstig, ne? Love your face a Latte. Love your face a Latte. Mhm. Lieb dein Gesicht wie eine Latte. Energy Drink for your face and skin. Ja, das hat mich angesprochen. Das fand ich super. Und das wird auf jeden Fall benutzt und da freue ich mich drauf. So,
Was ich auf jeden Fall machen werde, ist, dass ich euch aus allen von diesen Maskenpaketen, wo halt mehrere drin sind von der gleichen Geschichte, auf jeden Fall schon mal in das Gewinnerpaket jeweils eine Maske reinpacke. Und jetzt kommen wir zur dekorativen Kosmetik. Als erstes habe ich einiges von Bare Minerals gefunden und meine Mama hat sich über mich lustig gemacht, wie man so auf Paletten stehen kann. Claudia, du hast doch schon eine Palette. Eine? Mehrere? Wahnsinn, ja, von Bare Minerals, die Bare Sensual Palette, die normalerweise in UVP 45 Euro gekostet hätte, habe ich für 29,99 gekauft. Ne? Das ist eine Lidschattenpalette, Leute. Von fucking Bare Minerals. Mega geil. Ich eskaliere hier, ich sag euch das. So, das ist ein Security Seal und ich krieg's nicht auf, verdammt. Ja, die ist noch gut verschlossen. Was ich gut fand, also da war ziemlich viel aufgerissen und ziemlich viel lag da rum und mir ist ein Haarreifen runtergefallen. Aber viele Sachen waren echt noch hier so original verpackt, nicht angeditscht und alles, ne, dass ich die jetzt quasi aufmachen muss. Das ist so geil. Also ich habe mir ein kleines Loch in meinen Po gefreut darüber. Denn ich hätte das nicht erwartet. Ne? Ich meine, ich habe bei TK Maxx echt ganz schön viel Geld gelassen. Ihr werdet es ja gleich sehen, was dann noch gleich alles aus meiner Tasche rauskommt. Okay. Also ich glaube, die Frau an der Kasse sagte irgendwas von 213 Euro oder so. ne? Erklärt mich für verrückt, aber es musste einfach sein. Weil das einfach so geile Sachen waren, da konnte ich nicht widerstehen. Und musste es gefühlt haben. Und ja, genau. Die ist echt noch 1A verpackt, Leute. Das ist so krass. Das sind alles Nude-Töne, ne? Aber sind die nicht mega schön? Also du hast da sowohl schimmernde Töne, ich nehme mal die Folie runter, als auch matte Töne. Du hast da einen super Pinsel mit dabei. Also da könnte ich mir wirklich sogar vorstellen, den zu benutzen. Einen schönen großen Spiegel und ich hatte immer mal wieder auf Douglas zum Beispiel geschaut, bei Bare Minerals, ne, dass ich mir das ein oder andere hole. Spätestens nachdem ich die Bare Minerals Puder Foundation ausgetestet hatte und die super fand. Ne. Aber habe mir immer gedacht, nein, Claudi, die ist nicht erschwinglich für dich. Das ist nicht gut. Ne? Jetzt habe ich eine komplette Lidschattenpalette. Und das war nicht mal alles. Nein. Bare Minerals, es überschlagen sich meine Stimmen hier, hatte für 6,99 Euro anstatt von... Oh, da hat jemand einen falschen Dings draufgeklebt. Da habe ich aber Glück gehabt. Guck mal, seht ihr das vom Strichcode her? Normalerweise hätte das 10,99 Euro gekostet, aber da hat jemand einen anderen Strichcode draufgeklebt für 6,99 Euro. Aber da steht Feuchtigkeitscreme Tag drauf und nicht Gesichts-Make-up-Set. Cool. Habe ich 4 Euro gespart. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Nee. Okay, normalerweise würde dieses Lipstick-Kit nämlich 22 Euro kosten. Und ich habe es halt dann jetzt für 6,99 Euro gekriegt. Okay, und da sind 3 Liquid Lipsticks drin. Eskalation! Nein, Claudia hat mich gerade erst aussortiert und so, ne? Genau, da hast du dann diese 3 verschiedenen Farben drin. Und ich finde, das sind halt auch vertretbare Größen, ne? Ich brauche nicht immer so Riesen-Oschi-Dinger. Da habe ich einmal hier die Farbe OMG. Oh, die riecht süß. Die wirkt sehr, sehr deckend. Weil die so matt ist, könnte die eventuell fleckig werden, was ich nicht hoffe. Dann haben wir die Farbe Naughty. Das ist so eine schöne Nude-Farbe, ne? Für Nude Lips. Ja, ein bisschen dunkler als Nude. Ui, das ist richtig rot. Ne? Das ist der Swatch daneben. Der. Und die Farbe Slay. Das ist aber Nude, oder? Ja. Das werden wahrscheinlich Leichenlippen sein. Ich hoffe, dass ich den trotzdem tragen kann. Vielleicht mit einem dunklen Lip Liner herum. Mal gucken. Ja. Bin ich ein bisschen stolz auf mich, ne? Dass ich da in der Richtung zu schlagen konnte. BH Cosmetics, normalerweise 21,25 €, die Shangsu The Remix Palette. Das, war dort auch zu finden und ist noch komplett zugeklebt. Das fand ich echt gut. Das heißt, da hat keiner reingeditscht, ne? Da waren auch welche, die halt geöffnet waren zum Swatchen, beziehungsweise die wahrscheinlich irgendwer sich selber geöffnet hat zum Swatchen. Aber das war halt echt noch komplett zu. Und da habe ich so oft schon nicht, also online vorgestanden und mir überlegt, ob ich die holen will, weil ich die so schön finde. Ich finde die so handlich, ne? Das passt echt gut und mein Akku, nein, Dings,
Speicherkarte ist voll. Moment. Das ist eine Palette. Die ist nämlich echt witzig. Dann hast du hier auf der einen Seite einen Spiegel und 9 verschiedene Farben, die echt cool sind. Und dann klappst du das um. Da hast du auch nochmal einen Spiegel und 9 verschiedene Farben. Mega geil! Das sind auch so schöne Farben. Also die muss ich echt mal testen. Ne? Also da hast du richtig so poppig, knallig, pink, hallo. Und auf der Seite so, ach, wir lassen es ganz gemütlich angehen. Ganz entspannt, Claudi. Ich rede schon mit meinen Paletten. Ne? Das ist krank. Das ist krank. Von Laura Mercier habe ich eine, nee, Laura Geller habe ich eine Mascara gefunden. Und ich hoffe, dass die in Ordnung ist. Also, dass die nicht allzu fuddelig ist. Nee, die sieht ganz gut aus. Die Lash Boss Mascara. Die sieht auch witzig aus. Hat gekostet 4,99 Euro anstatt von 22 Euro. Bam in your face, ne? Bin ein bisschen stolz. So, ja. Hast du ein Gummibürstchen? Hast du gut riechen? Hast du oben etwas längere Borsten und unten etwas kürzere Borsten? Und hast du Gummibürstchen? Habe ich, glaube ich, gesagt, ne? Ja, wir warten ab. Wir werden es testen. Wird wahrscheinlich in meinem Fullface G oder so vorkommen. Ich bin ultra gespannt. Von Love habe ich anstatt von 14,99 Euro nur 7,99 Euro bezahlt für die iVotion Luxurious Eyeshadow Palette Seductive Soft Touch bezahlt. Das ist diese hier. Auch die noch original verschlossen hier. Naja, was heißt original, ne? Seitdem es bei TK Maxx eingetroffen ist, verschlossen. Oh nein! Hier schon überall Krümel dran. Und nein, hoffentlich ist da nichts drin gebrochen. Also sie sieht so, schon mal ziemlich geil aus. So von der Oberfläche her so uneben, ne? So wellenförmig. Bitte sei nicht kaputt. Nee, kaputt sind die nicht, aber die scheinen schon irgendwie einen Ditcher zu haben. Naja, das ist schade, weil ich die eigentlich verlosen wollte. Das ist echt ärgerlich. Machen wir das so. Also, ich packe die als Vielleicht-Produkt mit in die Verlosung. Wenn du an der Verlosung teilnimmst, schreib doch einfach in deinen Kommentar rein, ob du die Palette haben möchtest oder nicht. Ne? Dann packe ich dir die mit rein, wenn du die haben möchtest. Und wenn nicht, dann nicht. Dann machen wir das so. Genau. Also die Masken sind in der Verlosung. Und gegebenenfalls, wenn du möchtest, diese Lidschattenpalette. Ich habe noch einen Lippenstift von MAC gefunden. Und zwar für 12,99 Euro anstatt von 21 Euro. Das ist die Farbe Double Fudge. Lip Tensity Lipstick. Und ja, ne? So sieht die Verpackung aus. Der war jetzt nicht verschlossen mehr. Und er sieht anders aus, als ich erwartet hätte, muss ich gestehen. Das ist halt so ein Braun. Ah, und irgendwer hat ihn schon geswatcht, glaube ich. Naja, es ist auf jeden Fall so ein schönes, dunkles Braun, was ich ziemlich cool finde. Aber das werde ich noch desinfizieren und dann kann ich den selber auftragen. Oh, ist das ein geiles Schokobraun? Mega geil. Doch, der wird desinfiziert und dann werde ich den verwenden. Ist alles gut. Herzstück des Ganzen. Ich habe sie gefunden. Für 29,99 anstatt von, großes Fragezeichen, das ist von Becca eine Palette, die Volcano Goddess Palette. Ich wollte sie haben und auch wenn da jemand schon mal reingeditscht ist, ist es mir vollkommen Wurst. Ist die nicht schön? Ich finde die voll schön. Oh doch, wenn man den Diamond Dust so ein bisschen mit dem Finger verblendet, ist der ein schöner Highlighter-Ton. Oh Gott, ich bin so schlecht im Swatchen, oder? Worst Swatch ever. Okay, ja. Ne? Also ich bin sehr gespannt drauf und die sehen jetzt nicht so ultra auf dem Arm aus, wobei dieser goldene, der Lava, sieht schon ziemlich ultramäßig aus. Ich glaube, da hätte ich einfach besser swatchen müssen. Muss getestet werden, oder? Mhm. Wenn ich mein Fullface V oder Fullface G mache, sollte ich den mal verwenden. Dann habe ich jetzt noch, Moment, muss gucken, ob das jetzt alles ist. Ja, von einer Marke etwas gefunden. Wo ich schon mal Produkte von hatte und mir gedacht habe, boah, die sind viel zu teuer. Aber jetzt habe ich mir ganz viel davon gekauft. Stila ist die Marke. Genau, Stila. Anstatt von 14 Euro habe ich für dieses Gesichts-Make-up 3,99 Euro bezahlt. Ja, das ist ein Creme-Concealer in der Farbe Beige 4, der noch zu ist. Nee, hier unten ist er aufgenommen. Oh nein, da waren auch Leute mit ihrem Finger drin. So schaut der aus. Jetzt gehe ich mit meinem Finger rein. Ich hoffe, der ist mir nicht zu dunkel. Oh, der wirkt schon sehr, sehr dunkel. Habe ich jetzt hier oben mal drauf geswatcht, ne?
Also es entspricht meinem Hautton, aber ob das unter meinen Augen gut aussehe, könnte ich jetzt ja mal eben kurz drauf machen. Oh, der hat was von der Textur wie der Under Eye Corrector von Becker. Hatte sie nicht gerade irgendwas davon erzählt, bevor ich die Produkte benutze, desinfiziere ich sie? Hat ja gut geklappt, ne? Das ist dieser Drang, den man manchmal hat, wenn man die Produkte neu hat. Man möchte es einfach direkt aufs Gesicht packen. Ach so, womit ich das überhaupt desinfiziere, hatten auch mal Leute gefragt. Ich habe mir in der Apotheke Alkohol geholt. Da sagst du einfach, ich hätte gerne Alkohol, um Kosmetik zu desinfizieren. Und dann kriegst du da sehr, sehr, sehr reinen, hochprozentigen Alkohol mit. Solltest natürlich über 18 sein, sonst kriegst du es nicht, ne, ist klar. Und ich habe, glaube ich, 70 oder 80-prozentigen da bekommen. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Das habe ich in so einer ganz normalen Tropfenflasche. Und dann mache ich das einfach auf ein Pad oder auf Klopapier oder so. Und dann kann ich das einfach da drüber machen. Das ist sehr, sehr gut. Ey, das geht klar, ne? Das ist schon mal eine Farbe. Ja, der kann verwendet werden. Auch wenn Creme-Concealer noch nicht so oft bei mir verwendet wurden, weil die immer zu hart waren. Aber der ist echt schön. Gefällt mir. So, dann habe ich von Stila, es kommen jetzt nur noch Produkte von Stila, Got Inked Cushion Eyeliner. Das fand ich einfach interessant. Und das ist schwarz. Hat gekostet anstatt von 23 Euro nur 5,99 Euro. Und so kann ich einfach mal Stila ausprobieren. Geil. Black Obsidian Ink ist die Farbe. Ja, so. Das ist das Pöttchen. Plastik. Stila-Logo. Auf dem Deckel. Deckel aufdrehen. Das ist echt so ein Schwamm, der da drin ist. Den sieht man jetzt so nicht, ne? Weiß ich nicht. Ich mach mal so. Vielleicht sieht man das, ja? Weil schwarz wird ja immer viel geschluckt. Dann sieht man da nicht so viel von. Gehst du nur mit deinem Pinsel rein und kannst dir... Geil. Das muss getestet werden. Das wird auch getestet. Ich habe ja viel mit Cushion schon gesehen. Aber ein Cushion-Eyeliner? Neu für mich. Ne? Ich hatte die letztens erst aussortiert. Da habe ich einmal von Stila All That Shimmers und von Stila Oh My Stars Glitter and Glow Liquid Eyeshadow Set. Das sind diese zwei Schätzchen und die haben jeweils gekostet, anstatt von 34 Euro nur 12,99 Euro. Und ja, ne? Es sind Liquid Eyeshadows, die sind eigentlich sackteuer, wie der Preis ja schon sagt. Und eins davon möchte ich auch gerne hier in diesem Video verlosen. Zusammen mit gegebenenfalls Lidschattenpalette und den Masken. Und zwar nehme ich hier das Set Oh My Stars. Das hat diese drei Töne mit drin und das kannst du hier in diesem Video gewinnen. Was du dafür tun musst, steht wie immer unten in der Infobox. Das weißt du ja bereits. So, weiter geht die Bilderreise, denn wir sind noch nicht fertig. Ich habe von Stila Jolie anstatt von 18 Euro für 6,99 Euro Stay All Day Mattificent Lipstick geholt. Ihn hier. Ich finde, dass allein die Verpackung schon richtig toll aussieht und ich hoffe, dass er nicht benutzt wurde. Ich hätte mir die Produkte mal ein bisschen intensiver anschauen sollen, ne? Nein, er wurde noch nicht benutzt. Übrigens glitzer ich hier vor mich hin. Das ist auch eine schöne, nudige Farbe. Oh, die finde ich toll. Habe ich jetzt einfach auch mal da drunter geswatcht. Und der ist schön cremig, der gefällt mir richtig gut. Meine Herren, ich habe ganz schön viele Lippenprodukte gekauft. Ja, Packaging Goals auf jeden Fall. Richtig tolles Produkt. 6,99 Euro. Da ist Claudi dabei. So, und jetzt habe ich hier, glaube ich, aus meinem Haul nicht ganz das letzte Produkt. Nee. Das vorletzte Produkt, Stay All Day Liquid Lipstick in der Farbe Dolce Vita. Auch wieder 6,99 Euro anstatt von, muss ich gucken, 20 Euro. Und der sieht auch wirklich cool aus. Das ist so ein richtig, so ein schönes Lila ist das, ne? Irgendwie eine interessante Farbe. Riecht sehr, sehr gut. Und das ist ein dunkles Lila. Ich swatch den mal so direkt neben den von Bare Minerals. Das ist der ganz an der Seite hier. Da, da, der Swatch. Richtig cool. Ja, der muss auch getestet werden. Und last but not least, Produkt aus dem kompletten Einkauf von heute, sowie aus dem TK Maxx von Stila in der Farbe Monarch Glitter and Glow Highlighter. Das ist dieser hier. Und der hat gekostet 6,99 Euro anstatt von 28,80 Euro. Und ihr Lieben, das hier könnt ihr ebenfalls in diesem Video gewinnen. Das hier ist nämlich ein Highlighter in flüssig. That was my haul.
Das war eskalativ, oder? Puh, ja. Ich werde da mal meine beiden Männer glücklich machen mit den Strohwaffeln und den Süßigkeiten für den Hund, also Leckerlis. Alles hier soweit aufräumen. Dann eure Verlosungskiste entsprechend packen. Also die drei Produkte gerne. Wenn du die Love Palette haben möchtest, schreib mir das gerne. Dann halt das Stealer Set, den Stealer Highlighter und die Masken, die ich gleich noch raussuchen muss. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Denk dran. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz toll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls, die ich so gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!